Mit dem Danksagungschoral geht eine besondere Orgelweihe zu Ende. Es ist der 12. Oktober des Jahres 2012. Heute erklingt die alte Repser Orgel zum ersten Mal seit rund 4 Jahrzehnten wieder, allerdings nicht an ihrem alten Standort, sondern auf einer Tribüne im Chor der Kronstädter Schwarzen Kirche. Viele von uns hatten nicht einmal zu hoffen gewagt, diesen Tag einmal zu erleben, einschließlich der Autor dieser Reportage. Dafür Dank sei Gott. Im Frühjahr 1999 hatten wir das Instrument zum ersten Mal gefilmt. Stumm stand es da auf seiner sogenannten Schwalbennestempore in der Nordostecke der Repser Evangelischen Kirche. Wann genau es erbaut worden war, wusste niemand, doch eines stand schon damals fest. Die Inschrift aus dem Jahr 1726 auf dem Gehäuse war irreführend. Elemente in der Gestaltung der Pfeifen, des Prospektes und der Register wiesen darauf hin, dass die Orgel noch im 17. Jahrhundert errichtet worden war. Wir sind aber keine Fachleute, bloß Orgelliebhaber mit einer Kamera, und so dokumentierten wir 1999 den Zustand der Orgel zum damaligen Zeitpunkt und beneideten jene, die sie noch klingend erlebt hatten. Das allerletzte Mal hat man gespielt, und das hat gespielt die Frau Pfarrer Köber. Die war auch Klavierlehrerin, und wie die gestorben ist, die alte Klavierspielerin von der Kirche, Hilde Schuller. Die hat das letzte Mal, damals hat man das letzte Mal gespielt auf der alten Orgel. Die alte Orgel ist nicht mehr Spielmann. Man hat damals dann in der Zeit für eine andere Kirche, für eine andere Orgel von einer Gemeinde die Blasenbalken, also die Folie, wie man sagt, also die hat man dann zu einer anderen gegeben. Also kann man nicht mehr auf ihr spielen. In Reps sind die 2005 angegangenen Sanierungsarbeiten an der evangelischen Kirche mittlerweile ins Stocken geraten. So sah die Kirche noch Anfang 2012 aus und so wird sie auch heute noch aussehen. Doch die Orgel ist nicht mehr da. 2008 wurde sie abmontiert und nach Kronstadt gebracht. Auf der Südempore der Schwarzen Kirche sollte sie geduldig noch ein paar Jahre ausharren. Wenn sie fertig restauriert sein wird, wird sie zeitweilig in der Schwarzen Kirche klingen. Und zwar bis zu dem Moment, wo die Repser Kirche so weit sein wird, um sie wieder zu beherbergen. Also es muss das Klima dafür da sein, dass die Orgel in sicheren Bedingungen wieder erklingen kann. Die Kirche ist da jetzt in den letzten Jahren mit verschiedenen Prozessen wieder Wasser dicht gemacht worden. So habe ich erfahren, dass eine Innen- und eine Außendrainage unternommen worden ist. Und es muss noch die Innenrenovierung zuerst erfolgen. Danach kann man die Orgel in Reps wieder aufstellen. Und dann 2011 schöpften wir wieder Hoffnung. Die Honigberger Werkstatt nahm sich der Orgel an. Und nun war es nur noch eine Frage des Geldes, bis ihre Sanierung abgeschlossen werden konnte. Mehrere Benefizkonzerte in der Schwarzen Kirche brachten weitere finanzielle Mittel ein. Anfang 2012 besuchten wir also die Orgelbauer in Honigberg und konnten Erfreuliches feststellen. Denn hier geht die Reparatur Hand in Hand mit der historischen Forschung. Wir haben auf dem Gehäuse das einzige Datum, das mit 1726. Wir nehmen an, das ist die Fassung des Gehäuses. Der innere Teil der Orgel, also Windlade, Wellenbrett, Klaviatur, sind wir noch nicht ganz sicher, wie viel es mit dem Gehäuse zu tun hat. Es ist aber eine Einheit. Wir haben in der Windlade endlich eine Inschrift gefunden, die ist aber aus 1789 von Herrn Johann Brause. Er hat das Instrument 1789 restauriert.
Dieses Papierchen ist sehr gut leserlich erhalten. Durch dieses Papier konnten wir einige Schlüsse ziehen. Was hat Brause an der Orgel damals gemacht? Er hat mit einer roten Farbe gearbeitet. Und die sagt, dass er sein Papier über die rote Farbe geklebt hat. An einigen Stellen ist die rote Farbe auf dem Papier. Das heißt, die Farbe hat Brause angebracht. Also alles, was wir in der Orgel rot gemalt finden, ist nicht aus originaler Zeit. Hat aber nicht einen Einfluss auf den Wert des Instruments, nur auf den historischen Ablauf eigentlich. Wir suchen immer noch nach Spuren, von wem die Orgel sein könnte. Wir haben noch keine Hinweise gefunden. Eine Eigenart der Repser Orgel bilden die schön verzierten Prospektpfeifen. Es ist eine typische Sache aus dem frühen 18. Jahrhundert, wo man die Prospektpfeifen auch noch verziert hat. Die Orgel an sich ist ja schon ein wunderschönes Objekt und in dieser hat man sich diese Zeit genommen und noch die Pfeifen auch kunstvoll gestaltet mit diesen geometrischen Mustern. Die sind sehr heikel zum Restaurieren, weil man muss die Pfeife neu runden und diese Form neu nachdrücken. Wenn man das nachdrückt, nimmt man die Kanten weg und es kommt das Material, das ursprüngliche nicht oxidierte Material hervor. Das heißt, es gibt so weiße Linien. Wir haben das dann mit Papier abgedeckt, mit durchsichtigem, also mit transparentem Papier, damit wir den Stahl nicht direkt auf dem Metall hatten, damit wir möglichst wenige von diesen Spuren haben. Das Ziel ist nicht, diese Oxidationsschicht wegzunehmen, weil das ist ein Schutz für die Pfeifen. Wenn man die Pfeifen hier sieht, die sind sehr dunkel geworden, die waren früher auch mal silbrig. Wir werden das nicht wegkratzen. Diese Patina müssen wir behalten und das gehört zur Restaurierung. Heute, am 12. Oktober des Jahres 2012, sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Da die Repser Kirche noch immer aufgewühlt ist, wurde das Instrument links vom Altar der Schwarzen Kirche auf einer provisorischen Tribüne aufgebaut. Letzte Vorbereitungen für die große Stunde der Repser Orgel. Ihre Neuweihe nach 4 Jahrzehnten des Verfalls. Der größte Schatz war ein schönes Dokument von Johannes Brause, das er 1786 mit seinen zwei Gesellen im Juni, Juli an der Orgel gearbeitet hat. Und dann, als wir die Belgier restaurierten, kam noch was zum Vorschein, dass ein Orgelbauer, leider kennen wir den Namen immer noch nicht, aus Deutschkreuz 1699 die Belgier verfertigte. Das heißt also, wenn man die Belgier fertig hat, dann hat man auch die Orgel fertig. Das bedeutet sicher, dass die Orgel spätestens 1700 eingeweiht wurde oder 1699. Ist das jetzt die älteste Orgel Siebenbürgens? Es ist die größte Orgel des 17. Jahrhunderts, die uns erhalten ist. Wir haben größere Orgeln im Prospekt in Schlossburg oder in Hermannstadt aus dem 17. Jahrhundert, aber da ist eine moderne Orgel oder eine romantische Orgel dahinter. Das wäre jetzt noch interessant zu erforschen, wer der wirkliche Erbauer ist. Wir haben eine Inschrift gefunden, 1699, Zacharias, ein Orgelbauer aus Deutschkreuz. Der hat den Balk mit einer Inschrift geziert. Wir nehmen aber an, dass das nur einer der Gehilfen war, nicht unbedingt der Meister. Das kann wirklich noch sehr spannend werden, bis man den richtigen Meister findet. Man müsste jetzt analysieren, die Pfeifen in der Hermannstädter Marienkirche, also in der Stadtpfarrkirche und in Schlossburg, um zu sehen, ob es nicht vielleicht doch ein Werk von Johannes West ist. Die historische Stimmung zu der Zeit, zum Beginn des 18. Jahrhunderts oder zum Ende des 17. Jahrhunderts, die war sicherlich nicht die wohltemperierte Stimmung, die wir von Bach kennen, sondern es war sicher eine historische Stimmung. Unter diesen Stimmungen wird wahrscheinlich die mitteltönige am nächsten der Originalstimmung kommen. Und die Orgelbauer haben sich darauf entschieden, die mitteltönige Stimmung zu nehmen. Das ist eine besondere Stimmung, sie hat reine Terzen. Und sie besteht, also ihr Reiz besteht darin, dass die Tonart mit wenig Kreuzen und mit wenig
Bass sehr gut klingen. Und je weiter wir uns entfernen von diesen Grundtonarten und in die Kreuz oder in die Bass gehen, desto schlechter oder schräger klingt das. Die Neuweihe des Instrumentes erfolgt im Rahmen der 10. Auflage der Konzertreihe Musica Coronensis. Die Restaurierung der Repsa Orgel und die Geschichte der Orgel in Siebenbürgen stehen heute ganz exemplarisch für den Erhalt des Kulturguts der deutschen Minderheit. Sie weisen damit über den Gegenstand selbst hinaus auf die zivilisatorische Bedeutung dieser Minderheit und die Bedeutung der evangelischen Kirche Augsburger Bekenntnisses in diesem Kontext hin. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne und heilige den Gebrauch dieser Orgel, damit hier und später in der evangelischen Kirche selbst seine Ehre wohne und sein Lob erklinge. Wir drei einige Gott nehmen diese ihm geweihte Orgel in seinem allmächtigen Schutz. Es ist immer wieder ein Genuss, wenn Ferdinand Stemmer und Steffen Schland eine Orgel vorstellen. Das Waldflötenregister zum Beispiel vergleichen sie mit den klanglichen Eindrücken einer Wanderung am Leimpesch. Wir sind sehr dankbar, dass es möglich war, dass das Instrument jetzt gerichtet wird. Es war eine lange Zeit, in der man sich nicht an Herbst herangewagt hat, denn man hat befürchtet, das ist ein viel zu großes Projekt und was soll damit geschehen, wer kümmert sich darum, was geschieht dann damit. Jetzt ist es vorbei, jetzt müssen wir umso mehr noch sehen, was wir mit dieser Orgel anfangen. Also erstmals ist sie gesichert in der Schwarzen Kirche. Wir werden sie auch weiterhin dem Publikum so oft es geht vorstellen und wollen aber darauf hinweisen, dass die Repsa-Kirche dringend auch ein Konzept braucht und eine richtige Problemstellung, ein gutes Projekt, dass dann diese Orgel an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.